Ja, schon los. Huch, huch, huch. Ja, herzlich willkommen bei Sims 2. Ich habe hier das Fun with Pets Collection. Und ja, wir fangen mal an hier mit der Familie. Wie hießen die noch? Friedlich. Familie Friedlich. So, das ist erstmal nur so ein. Ich wollte mal gucken, wie weit meine alten Bestände noch da sind und Zusätze, die ich immer runtergeladen habe und installiert habe, die sind alle weg. Also obwohl ich das Backup rübergespielt habe über die Neuinstallation, das wird nicht übernommen. Das ist schade. Das ist sehr schade. Okay, wir haben jetzt die Familie Friedrich, die werden wir mal ein bisschen einrichten. Und dann will ich noch mal ein ganz anderes Projekt starten. Wenn jetzt mal Jetzt einfach erstmal nur so. Wie viel Geld haben wir denn noch? Wir haben noch 12.000, das heißt, wir haben ein bisschen schon mal hier statt. So, haben wir die beiden. Oh. Ah ja. Will nicht? Ich spiele mal mit ihr ein bisschen. Okay, die sind beschäftigt, alles klar. Dann fangen wir mal mit den Einrichten an. Schauen wir mal, wir werden mit dieser Familie auch nicht groß lange rumspielen. Ich werde denen jetzt nochmal beiden einen Job noch organisieren und dann will ich mich auf meine eigentliche Idee stürzen. So. Oh Gott, oh Gott, wie fangen wir denn hier an? Wie sieht es oben aus? Wir brauchen erstmal ein Kinderzimmer, sehe ich gerade. Bin total raus, denn die Musik ist auch richtig ätzend, wie immer. So. Mal gucken, wie. Ach so, aha. So ist das Zimmer aufgebaut. Ich muss mal gucken. So. Ah ja. Gar nicht so schlecht. Wie sieht es mit Wänden aus? Ich muss mal gucken. Ah, da ist ein Fenster. Okay, da könnte man links, rechts die Betten hinstellen, ging es. Links, rechts, Bettnische, kommen die denn ran? Das ist die Frage. Was ist das? Ja, ist zu teuer. Ne? Ah, so. Ja, mal Mädchen fürs Mädchen. Oh, das ist groß. Das passt ja gar nicht. Ach Gott. Ja, das ist ja schade. Schade. Das ist die Idee schon mal hin. Also. Nein, andersrum. So, ja, ich weiß. So. Genau, ich hoffe, die kommt ja noch ran. Jupp, jetzt von dem Bengel noch. Ganz ähnliches Bett. Aber eben wohne ich dann, ne? Ja, doch so blau gehalten. Ja, rot, ich mach rot. Ah. So. In Blau. Wunderbar. Nein, nicht dahin, dahin. So, dann haben die ihr Betten schon mal. Jo, das ist schon mal. Und beide unterm Fenster. Perfekt. Ist kein Streit. Sehr gut. Was haben wir hier noch? Wir brauchen dann noch einen Schreibtisch für die beiden zum Lernen. Das, wo beide ran können, brauche ich nur einen. Da. Nicht so toll. Jetzt kommt die noch durch, wenn da Stühle dran stehen. Aber dann machen wir anders. So. Müssen auch in die Betten reinkommen. Das ist ja das Problem.
Das kommt gleich 800. Seid ihr verrückt? Na. Nochmal ein. In Blau. So. Ich glaube, wir können uns trotzdem durchgehen. Das müssen wir mal testen. Wir gehen mal auf Testen. Hier die Lütte. Das Mädchen. Ja, das ist das Mädchen. So, gehen wir hier hin. Auf dem Bett springen. Hey. Er darf sein Bett auch gleich mal einweihen. Auf dem Bett springen. Hopp. Auf geht's. Das ist ran der Stuhl und dann nicht. Scheinbar nicht nutzbar so. Oh, Schatten muss ich ausstellen. Schatten funktionieren bei der HD-Vision nicht. Warte mal, das machen wir eben. Warte mal, eben kurz. Also kommt sie ran. Ich muss mal hier Grafikleistung. Wo ist Schatten? Schatten. Machen wir Mittel, vielleicht geht das. Ja. Schatten nicht so hoch machen. So. Gucken wir mal. Okay. Ah, funktioniert. Ja, nicht so gut. Aber er kann nicht anrücken. Ah, scheiße. Oh Mann, das ist zusammen. Schön. Lustig. So. Okay, dann muss ich was einfallen lassen. Mach mal so anders. So, sind die beiden beschäftigt? Oh, die beiden ärgern sich gerade. Oh, was steht da? Hallo, Liebchen. Wie ich gehört habe, soll in dieser Stadt viele Sims auf Partnersuche sein. Aber jetzt bin ich ja da, um zu helfen. Hm? Mit meinen ausgezeichneten hellseherischen Fähigkeiten finde ich für jeden Sim den passenden Deckel. Und außerdem verkaufe ich einen Trank, der einen einfach unwiderstehlich macht. Und dann biete ich für die Langzeitbewohner dieser Stadt auch noch einen einmaligen verwendbaren Spezialtrank an, mit dem sie ihre An- und Abtörner ändern können. Denn die haben ja erheblichen Einfluss auf die gegenseitige Anziehungskraft. Greif einfach zum Hörer und wähle Service, wenn du meine Hilfe brauchst. Ah ja, okay, brauchen wir nicht. Weil die beiden sind schon zusammen, die sind verheiratet, alles gut, haben zwei Kinder. Ja, okay. Ne, von der Größe her müssen es ja zweieiige Zwillinge sein. Die scheinen gleich alt zu sein. Ja. Achso, was sollen wir vielleicht mal, mal hier vorstellen? So, also hier, das ist Simon und das ist seine Schwester Bettina. So, ja, so, die ist gerade ein bisschen zickig, wie man sieht. Ja, und ja, das sind die Eltern. Oh, schauen wir mal, ob ich das ein bisschen Kamera gedreht kriege, das Vorteil des Haft. So, na, das ist ein Balken im Weg. So, das sind die beiden. Ja, das ist Matthias und das ist Sandra. Tja, beide haben sich kennengelernt beim Erstellen. So, okay, haben wir das auch.
Na, wer möchte, kann ja gerne eine Geschichte um die beiden stricken. Ich habe jetzt da jetzt nicht so die Zeit dafür entwickelt. Ich war ja so. Oh, hier haben wir ja noch einen Raum, den wir noch. Wir können auch bei den Eingangszimmer geben. Aber ich wollte bei den. Was mir jetzt, wie gesagt, nicht gefällt, ist dieser Tisch jetzt hier. Haben wir den Einrichtungsmodus. Dieser Tisch, der gefällt mir überhaupt nicht. Den machen wir wieder weg. Einen anderen Tisch. Ich brauche einen anderen Tisch. An denen auch wirklich beide sitzen können. Das ist ja so. Tisch, an dem beide sitzen können. Das wird dann wohl eher so ein normaler Tisch werden. Aber ein großer. Ja? Ja, der ist zu niedrig, glaube ich, ne? Ne, der passt. Wunderbar. Siehst du, da können beide dran sitzen. Perfekt. So. Da können sie ihre Hausaufgaben machen. Haben wir. Wie sieht es mit Licht aus? Licht, 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 Licht. Da, Licht. Dieser Raum möchte ja auch wohl beleuchtet sein. Deckenlicht. Mal schauen. Also eine einfache Lampe hier. Da so hin, Augenblick. Schön so mittig des Raumes wäre möglich. Mal dahin. Und dann können wir ja noch mal vielleicht. Die Lampe über den Tisch, Schreibtisch machen. Was kostet die? Aber teuer. Oh, die ist zu groß. Huch, viel zu groß. Irgendwas Lustiges, was ist das? Sag mal. Ja, okay, das ist. Hier knallt die Leute hier, sowas. Ja, rosa kann ich nicht nehmen. Blau auch nicht. Ja, dann rot. Ah, so, so, so. Ach, guck mal. Ah, da können wir ja doch. Warte mal. Da können wir einmal rosa nehmen. Hier, hopp. Dann die machen wir eine blaue. Beide glücklich. Beide Kinder. So. Siehst du. Geht doch. So, da haben wir genug Beleuchtung. Jetzt brauchen wir auch noch eine Tapete, wäre nicht schlecht. Die Musik ist sehr laut. Ich muss mal. Die Musik ist, aber für mich jetzt, ich weiß, dass das nicht viel bei der Aufnahme ist. Eigentlich habe ich die Musik eigentlich leise gestellt. Nein, ich wollte Tapeten haben. Tapeten, wo finde ich Tapeten? Also hier gibt es sowas wie Tapeten gar nicht. Das ist hier alles über den Pinsel, glaube ich, ne? War es bei zwei noch? Ich brauche das nicht mehr. Huch, warum ist das jetzt so kacke? Sichtweise ist jetzt gerade scheiße, würde ich sagen. Und die Sichtweise so kacke geändert, hallo? So kann ich nicht malen. Vielleicht kann ich Perspektive nicht ändern, hallo? Das ist merkwürdig. Oh, langsam, da sind Tapeten übrigens. Und den Fußboden muss ich auch unbedingt ändern, ich kann so nicht bleiben. Ach, da ist das Kinderzimmer ja auch. So, huch. So, wie sind Sie Ihre Sicht so kacke jetzt? Ich kann so nicht arbeiten. Ich kann es aber auch nicht ändern. Komisch. So, eine schöne Tapete. Die Musik ist ja noch nervender. Oh, langsam. Ah, hier, so. Ich gucke hier mal so ein bisschen Kinderlandschaften. Ja, wir müssen sehen, dass wir es ein bisschen neutral halten, mehr oder weniger. Ist das hier? Ein Bogen, Drachen, Landschaft.
Schwierig, schwierig, schwierig. So. Das könnten beiden gefallen. Ja, ihr würdet natürlich rosa gefallen. Nur sowas hier. Zack, fertig. Fertig. So. Dann haben wir den Bodenbelag noch. Ah, ja, das ist ja sehr nett. Die Wände weg. Ich kann immer noch nichts sehen. Hallo? 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 Nein, ich will. Boden. Was? Bodenbelag haben. Wie spinnt der jetzt gerade so ein bisschen? Kann es sein? Ich kann überhaupt nichts machen. Ah, jetzt kann ich wieder die Perspektive drehen, aber ich sehe nichts. Ach so. Ah, daher wieder mit. Ah, okay, Entschuldigung. So, und. Nö. Dann trotzdem nichts an der Wand. Was los? Ach, ich bin da ganz falsch. Ich bin total auf dem Holzweg. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Komm mal wieder hoch. Jetzt sind wir jetzt ganz unten. Jetzt sind wir weiter weg. Immer schlechter. Und? Ich bin nach oben. Der lässt mich aber nicht nach oben. Wir gehen mal wieder raus. Wir gehen mal hier. Nein. Nein. So. Mann, das ist nervig, das Spiel gerade. Was ist denn los hier? So, mal die Wände nochmal bitte. Ich sehe nichts. So, nee, jetzt. Ein höher. So, und die Wände weg bitte. Was streitet ihr euch? Hallo? Ihr werdet nicht gestritten. Genau, Mann. Ich hab gleich Zeit. Maxi, sie ist sowohl. Gott. Mutter ein bisschen schneller, ne? Spielen. Abklatschen. Auf geht's. Abklatschen schon. Ich hoffe, dass die Sims 5 besser machen. 4 fand ich, habe es ja angespielt, diese Provision. Fand ich an sich nicht schlecht, aber ich hätte ein bisschen Fortschritt erwartet, ne? In den Aussehen, ein bisschen realistischere Figuren. Umgebung, also ist mir zu stark Comic-lastig irgendwie. Das ist so Nintendo-Style, ja. Das gefällt mir nicht. Das können sie für Nintendo so machen, aber nicht für PC. Weiß ich nicht. Muss nicht sein. PC erwarte ich eigentlich eine immer schöne, wenn möglich realistische Grafik und nicht dieses extrem verspielte, bunte. Ja. Hier gar kein Fall was gegen bunte, aber das ist mir doch zu komisch halt. Finde ich auch irgendwie nicht so weiterentwickelt. Das sieht aus, als wenn sie da einfach nur die Engine von Sims 3 genommen haben und was das, ne? Haben sie nur ein bisschen was drumherum gebastelt und farbenfroher gemacht. Aber wirklich richtig schön ist das noch nicht. Ne? Also dann würde ich eher Sims 3 spielen. Habe ich übrigens ja auch noch, aber mir fehlen da so ein paar Zusätze. Das ist mir noch ein bisschen zu langweilig. Ich müsste hier noch ein paar besorgen vielleicht. Aber gut, wir machen jetzt hier weiter. Das Kinderzimmer ist so weit eingerichtet, wird ein bisschen eine Spielkiste filtern, ne? Ein bisschen Spielzeug. Wo die beiden können sich ja selber total gut beschäftigen. Oh. So. Brauchen eine Spielkiste. Kann man weiter raus zoomen? Nein. Geht nicht. Aus irgendwelchen Gründen geht das nicht. Wie Aufnahme. Ich kann es nicht kleiner machen. Position ist echt kacke. Wie soll ich denn so arbeiten können? Das hier zwar so, ne? So schon so ein Durchlauf. Mal schon durch die Wohnung laufen. Mal sich umgucken. Müsste mit der 3D-Brille gut kommen, ne? Das wäre auch noch so ein Modus, wo man so selber durchläuft, so einfach. Als wäre man selber. Weiß nicht, hat das 4 eigentlich? Weiß ich gar nicht. Wo man so durch die Augen der Spieler gucken kann, ist das abgestürzt. Yep.
Irgendwas passiert jetzt gerade. Du bist abgestürzt. Hallo. Was ist los? Ah, nein. So. Nee, ist nicht abgestürzt. Irgendwas habe ich außerdem geklickt, als ich mal mich umgeguckt habe. Ich kann jetzt damit aber nicht. Das ist Badezimmer. Ah, so, deswegen. Ich habe hier irgendwas im Badezimmer angefasst. So, ich kann aber so nicht einrichten, Leute. Wie soll denn das gehen? Ich kann so gar nichts machen. Wie ist das hier gerade? Scheiße, Bucky. Wieso kann ich hier nichts machen? So, jetzt ist wieder ordentlich. So ist besser. Jetzt geht's wieder. So, ich wollte den Teppich noch ändern. So. Den Teppich wollen wir ändern. Das ist die Kunststoff, ne? Das ist Teppich. Oh Mann. Moment, ein schönes. Gar nicht so einfach. Ja. Ja. Fertig. Können wir so machen? Ja, passt auch zum Rand. Ja. Lass mal so. Und das hier. Holz habe ich ja auch nichts. Wegen Holz. Böden. Ja, das sieht auch nicht aus. Ah, besser. Wollen wir die Wände noch anmalen. Aber jetzt können wir da noch so eine kleine Kommode hinstellen. Wollen wir schon dabei sehen. Wechseln wir mal schnell. Eine Kommode brauchen wir. Also, finde ich die. Oder? Ne. Die Küchenschränke sind das. Wo finde ich hier Schreibtische? Wo finde ich Schränke? Wo war das noch? Natürlich. Ah, hier sind sie doch. Ah, hier sind übrigens auch Spielsachen. Okay, alles klar. So, brauchen wir eine schicke Kommode. Kleine. Na. Oh, zu groß. Nee. Kleiner. Hat das eine Tür, die kann er nicht hin. Können wir nur da hinstellen. Aber nochmal eine andere Farbe für. Heller vielleicht? So. Ah, ich hätte es gern mit dich, ne? Das ist ja doof. Das ist ja doof. Na, schwarz nix. Machen wir so. Aber schwarz. Nicht so einfach. Also was hier? Schmales. Das da nicht hin, aber wird dahin passen. Ein schmaler Schrank. Ja, mehr finden wir noch einen schmalen Schrank dahin und dann schon dabei sind. Und noch eine schöne Spielzeugkiste dahin. Oh. Nein, hier. So, hier? So. Und dahin. Okay. Die Wände noch. Ich glaube, ich komme heute nur zum Einrichten. War es das schon? Was ist jetzt schon drauf? Kleidung. Nein. Tapeten.
Tieflung. Kann Flo auch Tiefeln, ne? Schauen wir das mal an. Lass uns das mal anschauen. Nicht so dunkel. Celle ist hier. So. Dezent. Und mir zu grau. Grau. Ja. Blau nicht. Was ist das hier? Das sieht auch noch die Baustelle aus. Hey. Nichts Hübsches hier. So. Ich weiß nicht. Zu dunkel. Zu barock. Hässlich. Hässlich. Ach Mensch, was mache ich denn da? Was haben wir hier? Auch zu altmodisch. Ja, das ist natürlich krass rot, ne? Aber hat der irgendwas? So, zu dunkel. Ja, das haben wir jetzt immer. Nicht so einfach, nicht so einfach, nicht so einfach. Ehrlich gesagt, nicht so einfach. Nö. Ne? Muss so, und so hässlich grau, sieht so. Das so unbearbeitet ist aus. Eine große Auswahl haben wir hier auch nicht. Das hat mir überhaupt nicht zu, was blau ist. Nein, das geht gar nicht. Grün? Nein. Ja? Nein. Fliesen, nein. Kleidung gegossen? Nein. Anstrich. Anstrich. Gucken wir mal, Anstrich. Ah. So. Haben wir da. So? Nö. Nö. Blau. Scheiße. Nicht so wirklich. Nö. Das ginge vielleicht noch. Nein. Nein. Ich hab's nicht leicht. Ja, auch nichts dagegen. Das hier. Ah, das geht. Komm, das ist dezent. Das ist gut für den Flur. Mal drehen, ob das auch überall benommen wurde. Also muss ich die Wände aufrichten. Das sehe ich das nicht. So. Weil eigentlich auch alles angemalt ist. Jupp, das hat geklappt. Hier ist das Badezimmer fließen. Die Wände müssen gefliest werden. Also hier, fließen. Wandfliesen müssen daran. So. Aber das ist ja schon. Das ist ja dasselbe wie am Fußboden ist, ne? Mal schauen wir. Nein. Der Fußboden hat einen anderen. Nein. Nein. Nee. Ich weiß noch nicht so genau. Ah, krass. Richtig. Ach komm, wir nehmen das. So, zack. So, was haben wir denn da? Da soll das Schlafzimmer der Eltern hin. Da brauchen wir ein Bett.
Wir brauchen ein Bett. Wo waren die Betten nochmal? Ja. Hier sind sie ja. Okay. Haben wir Schönes für die beiden? Ah, unser Geld schrumpft, ne? Wir müssen noch ein bisschen Kapital hier noch. Nicht so einfach. Nein. Lass mir auf, mich zu verarschen. Gestreifter Look. Na, weiß nicht, ob das so toll ist. Oh, komm, hier mal, zack. So, komm. Jetzt die Wände noch mal. Bissige Scheiße. Wände. Tapeten. Die Ladezeiten sind sehr, sehr lang. Das ist für mich ein bisschen störend. Ja, schön. Unbedingt schön. Ja. Ja. Ja, komm, einfach. Langweilig kann ja jeder hier. Komm hier, schön Bond. Die mögen es Bond. Ja, komm. So, Teppich auch bunt machen noch. Fußbeine oder Belege jetzt. Zack. Was krasses. Obwohl blau würde gut passen, würde den Übergang bilden. Einen flauschigen Teppich. Dann müssen wir uns noch an die Küche ranmachen. Untergeschoss, im Wohnzimmer. Unser Geld ist schon fast leer. So, mal gucken. So. Nö. Weiß nicht. Ich weiß auch nicht so genau. Ein Sternchen. Ja, und dieses Blau ist schon gar nicht so schlecht. Für einen guten Übergang zur Tapete. Genau. Machen wir so. Der Deckenlampe fehlt noch. Oder so eine Wandlampen. Nicht schön. Genau. So. Hat dieser Raum auch Licht? Da brauchen wir nochmal Nachttische. Nein, war falsch. War falsch. War falsch. So. Nach Tisch. Ein Nachttischchen und Beistelltisch, das ist ja auch wurscht. So. Hier. Genau. Sind zur Tapete besser. Ne? Bündchen, das passt überhaupt nicht. Huch, jetzt zwei Farben ausgewählt, was ist los da?
komisch. Nur den hier. Was war davon? So. Okay. Dann haben wir das. Ein Wecker wäre nicht schlecht. Wo haben wir den Wecker versteckt? Da ist der Wecker. Ganz normalen altmodischen Rappelwecker. Jupp. Der kommt darauf. Höp. Klatsch. Der Dick. Okay. Da haben wir die Oberetage schon mal. Da haben wir mal Zwischenspeicher. Ich weiß ja nie, was das Programm sich so gerade ausdenkt. Grundstück weggespeichert. So, ich muss langsam auch zum Schluss kommen. Ist gleich vorbei mit der Ruhe hier. Gehen wir wieder zurück zur Einrichtung. So, jetzt geht es eine Etage tiefer. Hey. Oben war schon ein Badezimmer, ein Höhe nochmal kurz. Da war ein Badezimmer mit Dusche, genau. Aber die Dusche gefällt mir natürlich nicht, da muss ich das einfach hin. So. Hat zwei Türen? Wieso muss er zwei Türen haben? Warte mal. Hä? Wieso zwei Türen? Nein. Die Tür kommt weg. Braucht nur eine Tür. So. Und das reicht, wenn die da reinkommen. Das reicht als Tür. Und dann machen wir eine schicke Dusche rein jetzt. So. Dusche. Haben sie nur die eine? Doch, da ist sie ja, da Dusche drin. So. Sehr schön. Hier haben wir drehen. So. Dann brauchen wir noch einen Spiegel. Ein Spiegel an der Wand. Wo war ein Spiegel? Bei Dekoration. Ja. Hier sind die Spiegel. So, dann machen wir einen schönen Spiegel ran hier. So, zack. Schön groß. Hervorragend, das haben wir so lassen. Wir müssen ein bisschen Grünzeug verkaufen, wir pflanzen später was Neues hin. Aber erstmal machen wir das Grünzeug hier weg. Wir brauchen das Geld, das ist immer so. So. Ja, das Bad ist so okay, das kann man erstmal so lassen, glaube ich. So, dann können wir jetzt wirklich nach unten gehen. Das Bad ist ähnlich aufgestellt. Auch zwei Zugänge? Kann es sein? Mal die Wände an. Da sind auch zwei Türen. Will ich aber hier diese Tür wegmachen. Das ist eindeutig zu viele Türen. Eine Tür reicht aus. So. Alles klar. Hopp. Okay. Dieser Raum braucht natürlich auch Fliesen. Wandfliesen. Und die Küche muss auch noch gemacht werden. Alpenmodisch aus. Dafür noch Geld übrig bleibt, wenn wir damit fertig sind. Weil diese Badezimmer hätte ich natürlich schon gerne mit. Badewanne. Geht das überhaupt? Ich da eine Badewanne mal hin, mich hinstellen. Hopp, dreh dir mal. Ja. Gut geklappt. So. So. Alles klar. Mhm. Wir wieder auf ein. Ne, wir müssen noch die. Ich will noch die Wände machen. Die Wände. Wände, Wände, Wände. Sehr blass, das muss man gerne werden.
Hat ja ziemlich viele Räume, das Haus, würde ich sagen. Das ist gar nicht so schlecht. So, dann brauchen wir wieder Fliesen. Oh Mann, da haben wir ja eine ganze Folge nur mit Einrichten. Oh mein Gott. Und ich muss auch mehr Sims einrichten. Ach je. So, gucken wir mal. Nein, gibt doch nicht. Grün doch nicht. Grünstreifen. Kann mir vielleicht noch gehen. Das Blau finde ich auch doof. So, nee, scheiße. Was ist das? Das haben wir oben auch schon benutzt, ne? Da sollten wir schon so ein bisschen. Hier so ein bisschen. Hm. Schon. Ach komm, machen wir mal bunt hier. So. Dann machen die Bodenfliesen aber auch anders. Mehr andere Bodenfliesen rein. Wenn er mal fertig ist mit Laden. Und ist so langsam. So. Und dann machen wir. Nein. Nein. Zu dunkel. Ein bisschen zu viele Seele. Grün. 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 Schön. Haben wir hier? Nein. Hätte ich schon, ne? Ach, die hier vielleicht? Was da ist, wo es ist, unterscheidet sich daran. Ach, dass er da Siegel hat, dass er. Ich denke mal, das nehmen wir. Komm. So. Nun denn, dann brauchen wir noch einen Spiegel und eine Badewanne hier drin. Aber wir machen erstmal die anderen Räume farblich. Schön, so. So, das Eingangsbereich, dann hätte ich auch gerne Fliesen, aber andere Fliesen, als hier vorne sind. Ja, und ein bisschen Verspiegler, so. Na? Und hier die Boden mache ich ja gerne schön. So hell, so genau. Und warte mal, hier vorne haben wir das. Warte mal. Nee, also ungefähr so. Hier, ja, das gefällt mir besser. Wir nehmen das jetzt so. Sieht besser aus. So. So, nun die Küchenfliesen. Die müssen anders. Nö. Weiß nicht. Nö. Weiß ich noch nicht so genau. Hier mal hell, so komm. So. Jetzt die Küchen einrichten müssen und die Wände müssen wir hier noch machen. Ah ja, die Wände müssen wir hier noch machen. Halt, drei Bereiche Wände. Die Wände. Schwingen wir mal den Pinsel.
Haben wir erstmal die Fliesen für die Küche, würde ich sagen, ja? Nein, nur für die Küche. Oder hat er alles am Pinsel? Warum? Was soll denn das? Ach, das ist falsch. Ich würde das gar nicht schlecht finden für die Küche. Nee. Oh, hier. Das ist zu dunkel. Rot. Zu dunkel. Ja, ich denke mal so. Machen wir die Küche. So, machen wir die Küche. Ist da offen? Oder was ist da los? Huch. Das ist einmal zu viel. Einmal zurück, ein zurück, ein zurück, zurück. Hä? Ah, da. So, da ja. Da nicht, genau. So. Das ist eine halboffene Küche. Was ist denn das für eine komische Wand, die da gezogen ist? Oder ist es nur, weil ich hier jetzt Aufschnitte habe? So. Ah ja, okay. Ah, es liegt daran, genau, dass hier die Küche da offen ist, gar keine Tür hat. Offene Küche. Aha. Sollten wir vielleicht mal eine Wand reinziehen. Aber wo ziehen wir eine Wand rein? Da die Wand rein oder da? Ich ziehe mal hier die Wand rein. So. Gehen wir wieder ein zurück. Zurück. Also. Zack. So. Und da hätte ich gerne. Mach ich da eine Tür rein? Aber zumindest so eine offene Tür. So ein Türbogen oder sowas. Und einfach ein Loch da. Das ist irgendwie scheiße. Wo haben wir sowas? Wir hatten doch. Es gab doch sowas mal. Aber gibt es sowas nicht mehr? So eine offene Tür? Gibt es das nicht mehr? Ach hier. Da. Ja, da muss jetzt eine Wand hin. Ah, toll. Da müssen wir jetzt von da eine Wand hinziehen. Okay, kein Problem. Wand. Bob. So, und dann kommt Tür. So. Eine Tür. Also eine Tür. Würde nicht so schlecht aussehen, ne? Das ist übertrieben. Oder so. Ah, was so. Hier kommt. So, und dann brauche ich nochmal ein bisschen Wand. So, genau, da haben wir es. Ja, da ist die Küche. Und nun machen wir die Wände hier. Die machen wir natürlich. Was ist das für ein Raum? Das ist ein beleuchteter Flur, weiß ich nicht. Hier kann man einen Essraum machen und so. Da haben wir auch so eine kleine Ecke da. Das wird aber alles zu einem Bereich. Das ist nicht so einfach jetzt. Ja, da muss ich das einfallen lassen. Warte zu. Ne, ist ja eher für außen, ne? Ist eher was für außen. Gegossen. Anstrich. Und wieder auf Anstrich. Gehen wir wieder zu Anstrich. So. Was soll ich dazu sagen? Mal eben schnell, ne? Mal eben schnell was an. Huch, ja, mit süß, mit Hasen. Blümchen. Alles toll, würde ich sagen. So. Ich denke, das passt ganz gut. So. Dann haben wir den ganzen Bereich so. So, und dann hier. Den Eingangsbereich. Ne.
auch schön hellruhig. So. Genau. So. Weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Auf jeden Fall brauchen wir eine Essecke, wo wir essen können. Da bietet sich eigentlich hier dieser Platz an hier. Vor dem Fenster oder vor dem Fenster. Allerdings, wenn wir hier was, dann sperren wir diesen kleinen Raum. Das ist nicht so einfach. So, gucken wir mal. Achso, ich muss mal hier wieder die... Nein, falsch. Mal runter. Hier die Wände ausschalten, das sehe ich nichts. Die Küche müssen wir auch ändern. So. Mhm. Da holen wir noch ein bisschen Einrichtung. Das geht uns langsam aus. Das ist nicht so gut. Das ist wirklich nicht gut. Müssen wir einen Ofen haben natürlich. Sehr klar. Ja, ist eine weiß. Ofen. Da. Gasofen. Oder hier in der Ecke. Hier ist so direkt an der Tür, scheiße. Bin ich dann schon so gut dafür. So. Und dann brauchen wir einen Kühlschrank natürlich auch. Ja. Passend oben, so. Also gut, das ist egal, ne? Egal, schnell trotzdem so hin. So, Kühlschrank haben wir am Start. Brauchen wir ein bisschen Möbel noch? Möbel, so, zack. Weiß. Weiß hier. So. So. Da haben wir die Küche. Dann noch ein weiter rummachen. Oh, Tür klingelt. Moment. Okay. Warum ist dein Taschen immer noch so voll? Ein Einzelzeug. Diesmal noch mehr. Sogar noch mehr, du sollst deinem Fach benutzen. So. Okay. Na toll, da hast du ja noch mehr Scheiße bei dir. Wieso hat sie dir kein Fach zugewiesen? Die haben doch ganz viele Fächer frei da. Und was waren das für Frecher da an der Tafel, da unter der Tafel? Da waren noch 1000 Schränke mit Schlossvorrichtung. Das ist ja blöd. Okay, das ist ja doof. Okay. Ich brauche noch einen Tisch. Ja, ich glaube auch. Ja, ja. Dann nimmst du erstmal nur die Bücher mit, die du auf dem Stundenplan stehen hast. So. Oh, wow. Das heißt, du musst alles mitnehmen. Weil du ja nicht weißt, was für Fächer du hast. Na, das ist ja doof. Wir haben auch noch keinen Schuhplaner. Nee. Achso, auch nicht, ja. Am Morgen bist du Tag, ja, wo man was anderes und nicht wie Unterricht, normaler Unterricht. Aha. Weil, also, vier Leute. Ist übrigens mein Ding, also mein Typ zum Lernen. So. Was ist sehen? Sehen, also sehen. Ich sehe was. Ja, ich sehe dich auch. Ja, also ich sehe, das ist mein Typ zum Lernen. Ich Aha. sehe was, dann kann ich verstehen. Aha. Weil okay. wir haben einen Test gemacht. Mhm. Also keinen richtigen Test, nur teste okay. mich. Ja. Okay, ja. So. Stühle brauche ich. Und sehen ist so mein Typ. Sehen. Oh, die sind aber sehr schlecht, die Schüler. Sehr schlicht, aber sie sind billig. Was? Ja, die Schüler sind sehr schlicht, aber dafür billig.
So. 4 Stück müssen erstmal reichen. So, alles klar. Fertig. 4 Leute wohnen hier in diesem Haus. So. Okay. Muss reichen. Oh. Richtig. Ja. 2 Erwachsene und die Kinder sträubern hier irgendwo. Nee. Nein. Ausgedachte Familie, einfach nur so. Es war nur zum Ausprobieren, weil ich wollte mal gucken, ob sich da was verändert hat. Ist da ein Junge und ein Mädchen? Ja. Also? Das. Ja, aber es lache eher daran, dass ich einfach nur gucken wollte jetzt. So, vor allem baue ich auch ungern echte Familien nach. Das mache ich nicht. So, das war's dann erstmal für heute. Und dann mache ich Schluss. Bis dann. Ciao. Meine